Moin zusammen. Ja, etwas Konfetti ist hier noch übrig geblieben am Millerntor von den 13.917 Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt waren. Auch wenn ihr noch nicht alle wieder hier sein könnt und es immer noch ein Teil fehlt zu dem Millerntor-Erlebnis, wie wir es lieben, so war das doch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Einen richtig großen Schritt hat auch unsere Mannschaft auf dem Rasen gemacht, die mit dem 4:1 ein tolles Ergebnis erzielen konnte. Wir schauen jetzt nochmal zusammen in die Highlights vom vierten Heimsieg im vierten Heimspiel. Schon vor der Partie war durch die gut gefüllte Südtribüne wieder ein großes Stück Stimmung ans Millerntor zurückgekehrt. Die Mannschaft versuchte die Unterstützung bereits früh in schwungvolle Spielzüge auf dem Rasen umzuwandeln. Die Kiezkicker spielten sich in der ersten Hälfte einige Möglichkeiten heraus, die letzte Präzision fehlte dabei allerdings. In der 34. Minute war es schließlich eine Standardsituation, die den ersehnten Führungstreffer herbeiführte. Lehrhard Paccarada brachte eine Ecke in die Mitte, wo Luca Zander das Leder aus der zweiten Etage mit dem Kopf ins Netz wuchtete. Nach 50 Minuten konnte Max Dittgen die Führung mit seinem ersten Treffer in dieser Saison per Kopf auf 2:0 ausbauen. Das Team von Trainer Timo Schulz hatte aber noch nicht genug. Und so rauschte in der 61. Spielminute Guido Burgstaller heran und traf freistehend mit seinem 5. Saisontor ins rechte Eck. Die Gäste aus Ingolstadt gaben aber nicht auf und konnten nur 11 Minuten nach dem 3:0 durch einen Schuss von Merlin Röhl den 2-Tore-Rückstand wiederherstellen. Das sollte aber noch nicht der Schlusspunkt auf der Partie gewesen sein. Diesen setzte nämlich der eingewechselte Christopher Buchtmann mit seinem Tor zum 4:1 in der 73. Minute. Damit erzielte Buchti erstmals seit 946 Tagen wieder einen Pflichtspieltreffer für Braun-Weiß. Am Ende stand also ein überzeugender 4:1 Erfolg, der von den Fans mit stehenden Ovationen honoriert wurde und in der Tabelle den vorläufigen Sprung auf Platz 3 bedeutete. Ja, vom Rasen hier im Millerntor-Stadion ging es dann natürlich in dieser Woche auch wieder auf den Trainingsplatz an der Kollaustraße. Dort lassen wir die Jungs in dieser Woche aber mal in Ruhe trainieren und gucken hier mal vors Millerntor-Stadion. Für ein paar der Spieler ging es nämlich noch zum Nachshooting vor die Kamera. Und wer das so war, gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier wurden also fleißig Fotos gemacht und ordentlich gejubelt. Fleißig wird sich natürlich auch auf den nächsten Gegner beim Auswärtsspiel in Karlsruhe vorbereitet. Die Karlsruher mussten nach 7 Spieltagen erst eine Niederlage hinnehmen und sind dementsprechend auch gut in die Saison gestartet. Was da so für ein Gegner auf die Kiezkicker am Samstag zukommt, schauen wir jetzt mal zusammen drauf. Der Karlsruher SC steht nach 7 Spieltagen mit 12 Punkten auf Platz 5 in der Tabelle und hat damit nur einen Zähler weniger auf dem Konto als unsere St. Paulianer. Im heimischen BB Bank Wildpark ist die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner bei einem Sieg und 2 Unentschieden bislang ungeschlagen. Nach einem 2:2 gegen Holstein Kiel im letzten Heimspiel setzten sich die Karlsruher am vergangenen Spieltag mit einem 2:1 Auswärtserfolg gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 durch. Dabei konnte die frühe Führung durch Ex-Kiezkicker Kyung Rok Choi zunächst noch von Schalkes Terodde ausgeglichen werden. In der 88. Minute erzielte Marvin Wanicek allerdings noch den späten 2:1 Siegtreffer für den KSC. Ich denke, der KSC verfügt ähnlich wie wir über eine sehr homogene, eingespielte Mannschaft. Wir haben auch ein paar Eckpfeiler drin, gerade mit Hofmann vorne drin und Wanicek und Choi dahinter. Sehr, sehr viel Qualität in der Offensive, wo wir unser Hauptaugenmerk drauf legen müssen, dass wir die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Aber ich denke, sie leben von ihrem Kollektiv. Wir haben eine sehr, sehr gute Kompaktheit. Und mein Kollege hat da seit seiner Amtsübernahme eine Mannschaft geformt, die auf jeden Fall auch im vorderen Bereich der zweiten Liga mitspielen kann. Ja, das wird sicherlich keine leichte Aufgabe in Karlsruhe. Aber wir sind guten Mutes, dass unsere Mannschaft gut vorbereitet dorthin fahren wird. Was in diesen Tagen noch so wichtig war, das gibt's jetzt wie gewohnt im Wochenrückblick, unter anderem mit einem Spruch von Timo Schulz und einem tollen Ergebnis von unseren BlindenfußballerInnen. Ja, das ist tatsächlich so ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich für James,
dass er eine Berufung erhalten hat. Ich wäre auch gerne mal Nationalspieler gewesen, aber Ostfriesland war leider nie ein eigenständiger Staat. Von daher gab es da für mich keine Chance. Mit diesem Spruch aus einer Pressekonferenz vom November 2020 wurde unser Cheftrainer Timo Schulz jetzt für den Fußballspruch des Jahres nominiert. Den Link zur Abstimmung gibt's in der Videobeschreibung. Vierter Sieg im vierten Spiel der Blindenfußball-Bundesliga. Unser Blindenfußballteam hat am Samstag klar mit 9:0 gegen die SG Fortuna Düsseldorf 1. FC Düren gewonnen. Dabei zeigte sich Jonathan Tönsing mal wieder in Torlaune und erzielte alle 9 Treffer. Somit hat Jonathan nach 4 Spielen bereits unglaubliche 25 Tore zu Buche stehen. Wahnsinn. Mehr über Blindenfußball beim FC St. Pauli erfahrt ihr übrigens im Reingelauscht auf unserer Homepage. Gemeinsam mit unserem Partner Juhu Auto wurde der Ride-and-Roll-Van der Rabauken konzipiert, gestaltet und umgebaut. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen, aber schaut am besten selbst. Vielleicht entdeckt ihr dabei auch ein bekanntes Gesicht, das beim Umbau fleißig mit angepackt hat. Das ganze Video gibt's übrigens hier auf unserem YouTube-Kanal. Damit schließen wir die dieswöchige Folge und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Erstmal hoffen wir jetzt, dass es am Samstag die ersten 3 Auswärtspunkte in dieser Saison zu bejubeln gibt. Bis dahin, Forza St. Pauli!